Wie funktioniert eigentlich Personal Branding? Darüber möchte ich die nächsten Minuten sprechen. Ich grüße Sie, mein Name ist Stefan Reif und ich bin Personal Branding Experte. Personal Branding, und das ist die gute Nachricht, ist definitiv keine Raketenwissenschaft. Aber Sie müssen doch eine Menge dafür tun, um wirklich Ihr Personal Branding gut aufzubauen, gut sichtbar zu machen. Was müssen Sie also wissen, um Ihr Personal Branding aufzubauen? Dazu zeige ich Ihnen mal meine Personal Branding Reise, so habe ich das genannt. Das sind im Grunde verschiedene Stationen, die Sie so oder so ähnlich eigentlich für sich erarbeiten müssen, um ans Ziel zu kommen. Ihr Ziel, das ist das, was das Ganze ins Rollen bringt. Nämlich zum Beispiel, ich will das nächste Karrierelevel erreichen und brauche definitiv mehr Sichtbarkeit bei meinen Kunden und auch im Haus. Das kann sein, dass das so passiert. Das hat mir letztens sogar eine Direktorin erzählt, die gesagt hat, ich muss tatsächlich da ein bisschen mehr machen. Ich brauche mehr Sichtbarkeit und deswegen brauche ich einen Personal Branding Spin-Doktor. Genau das waren ihre Worte. Also das kann, wie gesagt, die Sichtbarkeit sein. Das können einfach mehr Kundenleads sein. Das kann aber auch einfach eine Inhouse-Darstellung werden, wenn Sie in einem großen Konzern arbeiten. Also ganz unterschiedliche Ziele. Und haben Sie da mal eins im Kopf, dann kommen Sie schnell drauf, Sie brauchen Personal Branding. Jetzt beginnen Sie eine Strategie zu erhirnen, wie Sie das Ganze schaffen. Also mit welchen Schritten schaffe ich das, mehr Sichtbarkeit, mehr Leads, mehr Kunden zu bekommen? Und so kommen Sie schnell auf Personal Branding, beziehungsweise auch auf einzelne Steps, die wichtig sind für Sie. Und dann kommen wir bereits zum Wesentlichen, nämlich zur Marke und zur Markenbeschreibung. Denn ich habe über 20 Jahre in Werbeagenturen gearbeitet und weiß daher, man kann nur vernünftig vermarkten, was man auch gut beschreiben kann. Und das gilt natürlich ganz besonders für uns persönlich, denn viele von uns haben da erstmal irgendwie eine gewisse Beißhemmung sich selber gegenüber. Was ist denn das Wesentliche von mir? Was kann ich sagen? Was kann ich weglassen, ohne dass ich mir da etwas nehme? Wie kann ich mich interessant machen und wie kann ich mich von anderen unterscheiden? Und genau dafür brauchen wir die Marke. Und die besteht aus Markenkernwerten, das ist im Grunde Ihre Persönlichkeit, aus einer Positionierung, also aus dem, was Sie derzeit tun, wo Sie der Experte sind oder die Expertin, und aus einem visionären Ziel, nämlich das ist so Ihr Traum, wo Sie mal hinwollen. Und last but not least brauchen Sie da eine Markenstory, nämlich um sich mit einem Elevator-Pitch innerhalb von einer Minute persönlich oder online gut vorstellen zu können und dabei auch interessant sind. Das ist im Grunde die Markenbeschreibung, die Sie erarbeiten müssten, aus meiner Sicht zumindest. Und genau das ist das, was ich mit meinen Kunden, mit meiner Persönlichkeit tue. Dann brauchen Sie ein Konzept, nämlich wie können Sie die Marke sichtbar machen? Dazu müssen Sie erstmal wissen, mit wem will ich eigentlich kommunizieren? Also wer ist meine Kernzielgruppe? Mit welchen Leuten will ich sprechen? Wen will ich kennenlernen? Von wem will ich eine Reaktion bekommen? Und über die Zielgruppe erfahren Sie auch, wo die sich informieren. Also was sind die Kommunikationsgewohnheiten dieser Leute? Und das heißt für Sie, dort müssen Sie präsent sein. Aus dem Grund kann es gut sein, dass Sie ein neues Medium brauchen. Und das ist tatsächlich die nächste Bubble mit den Medien. Sie haben vielleicht bereits die entsprechenden Medien und bearbeiten die bereits. Dann reicht vielleicht ein Relaunch oder eine Anpassung. Oder Sie haben noch nichts von dem oder es fehlt Ihnen ein Teil. Dann müssen Sie es neu aufbauen. Also die richtigen Medien sind wirklich essentiell, um Ihre Botschaft auch zum Kunden zu transportieren. Tja, und wenn es dann darum geht, wie stelle ich mich in den Medien wirklich authentisch und persönlich dar mit meiner Expertise, dann kommen viele von uns auch schnell ins flache Gras. Wie bewege ich mich vor der Kamera? Was soll ich schreiben? Was sind meine Themen? Wie schreibe ich das Ganze? Möglicherweise haben Sie ein bisschen Respekt davor anzufangen, also sich tatsächlich auch mal der Öffentlichkeit zu präsentieren und so weiter. All das haben alle schon hinter sich, die bereits aktiv sind und können davon ein Lied singen, ich auch. Diejenigen, die da Unterstützung brauchen, sowas biete ich im Bereich Coaching, also Visibility Coaching an.
Und da kriegen Sie mal so Step-by-Step beigebracht, wie Sie in Themenplan arbeiten, wie Sie in Redaktionsplan arbeiten, wie Sie beispielsweise Posts auf LinkedIn schreiben, wie Sie sich vor der Kamera präsentieren, mit welchen Inhalten und so weiter. Und das ist im Grunde das ganze Personal Branding. Da sind wir jetzt mal die ganze Reise durchgegangen in wenigen Worten. Und das Allerwichtigste und den einzigen Trick, den ich dabei kenne, ist, bleiben Sie dran. Auch wenn Sie es vielleicht momentan noch nicht optimal finden, bleiben Sie dran, machen Sie weiter über Monate und über Jahre. Denn solange es nichts Besseres gibt, ist Personal Branding definitiv das Vehikel zu den Leuten, die Sie erreichen wollen. In diesem Sinne, alles Gute dabei, und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach.